Warum hilfst du damit? Ich bin davon überzeugt, dass Kinder schneller gesund werden, wenn sie mit ihren Familien zusammen sind. Und da will man natürlich helfen, dass die Familien sich auch wohlfühlen und ihren Kindern dann da drüben alle Kraft geben können. Was machst du da? Weißt du, Willi, hier wird man so eingesetzt, was man gerne macht und was man wirklich auch gut kann. Hallo. Hallo. Was bauen die da? Ich finde das ganz toll, dass wir hier ein Heim geschaffen bekommen für die Zeiten, wo so ganz schwer sind, wo dann wirklich die Familie ganz nah mit uns zusammenarbeiten kann. Ja, ich habe es bereits angekündigt. Bei mir sitzt jetzt Sonja Klima, geschäftsführende Präsidentin der Kinderhilfe. Herzlich willkommen, Sonja. Du bist immer ein gern gesehener Gast und du hast immer so tolle Neuigkeiten für uns. Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Und ja, ich habe tolle Neuigkeiten. Am Dienstag eröffnen wir unser 5. Kinderhilfehaus in der Borschke-Gasse 8 in Wien. Und es ist ein wunderschönes Haus geworden mit 16 Apartments für Familien mit schwerkranken Kindern. Und mit diesem Haus schließen wir eine Lücke in unserem Sozialsystem. Die Kinder können gemeinsam mit ihren Eltern die Zeit verbringen, während sie krank sind. Das klingt eigentlich, ja, bis vor kurzem oder bis vor einigen Jahren gab es das ja nicht. Du bist eine absolute Vorreiterin, bist jetzt fast seit 8 Jahren bei der Kinderhilfe. Und mittlerweile gibt es sage und schreibe 5 Häuser, eins in Salzburg, Innsbruck, Graz und Wien eröffnet jetzt am kommenden Dienstag bereits das 2. Ja, Wien eröffnet jetzt am Dienstag das 2. Haus und es ist ein schönes Haus mit fast 1000 Quadratmeter Wohnfläche für die Familien. Und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Grundstück auch bekommen haben, dass wir direkt am AKH-Gelände ein Haus bauen können, damit das halt ganz in der Nähe der kranken Kinder ist. Genau, das geht ja dann Hand in Hand. Das heißt, die kranken Kinder, das AKH, Eltern sind da. Also das heißt, es ist eigentlich wirklich einer der besten Standorte. Aber auch darum habt ihr gekämpft und lange kämpfen müssen. Ja, natürlich haben wir um den Standort gekämpft. Und ich kann da auch wirklich Danke sagen an das AKH, dass wir diesen Ort bekommen haben, dass wir dieses Haus hinbauen können. Und mit allen Ärzten und die Kooperation war einzigartig. Und so können wir jetzt am Dienstag ein wunderschönes Haus eröffnen. Du sagst es schon, ein wunderschönes Haus eröffnen und wir haben natürlich auch illustre Gäste. Ja, natürlich. Ich freue mich ganz besonders, unseren Bundeskanzler begrüßen zu dürfen, der die offizielle Eröffnung dieses Hauses macht. Und noch weitere 300 Gäste, die sich schon angemeldet haben. Und ich freue mich wirklich sehr, weil jeder Einzelne, der zu uns kommt in unser Haus, jeder hat auf seine Art und Weise geholfen, dass dieses Haus entstanden ist und dass wir dieses Haus bauen konnten. Ja, das ist, wenn man dich ein klein wenig kennt, weiß man, dass du immer sehr bescheiden bist und dich ganz hinten anstellst und immer alle anderen in den Vordergrund bringst und sagst, alle haben geholfen. Aber auch dir, liebe Sonja, ist es ja zu verdanken, denn du bist ja teilweise, nicht böse sein, wirklich lästig, denn du willst deine Dinge erreichen und versuchst natürlich mit allen Mitteln, in Anführungszeichen, an Geld zu kommen für den guten Zweck. Und das gelingt dir auch immer. Ja, natürlich. Man hat eine Vision. Ich habe die Vision, dass kein krankes Kind mehr in Österreich ohne seine Familie sein muss. Und das ist so schön. Und es wurde wirklich die Idee zur Tat. Man kann sagen, wir hatten eine Idee und jetzt eröffnen wir ein Haus. Es ist so etwas Wunderbares für mich, dass so das
Unfassbare zur Realität wurde, dass man am AKH-Gelände ein Grundstück bekommt und dort ein Haus errichten darf. Und darum bin ich auch sehr stolz, muss ich sagen. Natürlich musste man da sehr, sehr viel daran arbeiten, dass das passiert. Aber es haben mir viele, viele Menschen geholfen und mich unterstützt, dass so etwas Schönes zustande kommt. Und wir wissen ja auch, dass natürlich auch zum Beispiel in der kommenden Woche das McMasters Golfturnier schon wieder ansteht, ja, wo du auch fleißig Spenden sammelst. Und im Herbst gibt es dann schon wieder die fantastische Gala. Das ist wirklich ein Society-Event, mhm, welches bei jedem Einzelnen ganz groß und fett im Kalender steht. Was erwartet uns denn da? Ja, also jetzt einmal am Samstag das große Golfturnier in Himberg. Das ist auch immer eine Veranstaltung mit 200-300 Leuten und das ist wirklich auch wunderschön. Aber am 19. Oktober haben wir unsere große Gala und diese Gala ist immer einzigartig. Und wir haben heuer auch ein wunderbares Thema: über den Wolken. Wir wollen zeigen, über den Wolken ist der Sonnenschein und es ist wirklich, es wird ein wunderschöner Event werden. Da freuen wir uns selbstverständlich schon drauf. Aber du hast schon gesagt, jetzt liegt der Fokus erstmal auf das fünfte Haus, welches am Dienstag, den 26. eröffnet wird. Spenden kann man natürlich jederzeit, genau, auf eurer Kinderhilfeseite. Für alle, die es interessiert, die können natürlich nachschauen auf eurer Webseite oder ansonsten auf oe24.at. Wir sagen recht herzlichen Dank, liebe Sonja, dass du bei den Vorbereitungen, die du ja alle noch zu treffen hast, die Zeit dir genommen hast, zu uns ins Studio zu kommen und ein bisschen darüber zu plaudern. Und ich sage danke, dass ich da sein durfte. Jederzeit gerne. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, danke. Sonja. Und ja, wir machen jetzt weiter mit unserem Event des Tages.